So, ich drehe mich jetzt einfach maximal cool um. Hallo Freunde, genauso undercover wie jetzt bin ich auch neuerdings auf Tinder unterwegs, denn Leo und ich haben uns ein Fake-Tinder-Profil erstellt. Okay, Fake wäre jetzt ein bisschen zu drastisch dargestellt. Wir haben uns gegenseitig Tinder-Profile erstellt. Das heißt, ich habe jetzt die Macht über sein Liebesleben und er auch über meins. Aber warum machen wir das Ganze? Wir wollen einfach mal austesten, ob Menschen mit wirklich unterschiedlicher Meinung, also wirklich grundsätzlich unterschiedlicher Meinung, sich unterhalten können, zusammenpassen können und vielleicht sogar in Love fallen können. Das Video ist wirklich legendär geworden. Ich will jetzt hier gar nicht viel mehr drum rumquatschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und herzlichen Dank an Robert. Robert, du warst die erste Person, die allererste Person, die mir was gespendet hat. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Danke. Und jetzt wünsche ich euch und dir, Robert, natürlich dir auch ganz viel Spaß mit dem Video. Du kannst jetzt die 6 feinsten Bilder raussuchen. Wir haben wirklich alle drin, einfach so schöne Bilder, oberkörperfreie Bilder, aber auch komplett random. Auch Toilette-Bilder. Genau, die klassischen halt, kennt man. Und auch das ein oder andere politische Bild. Na dann rein da. Alter, da geht's schon wieder los. Aber warum kann man nur 3? Warum kann ich nicht 6 ankreuzen? Warum überhaupt nicht alle? Du kannst alle ankreuzen und dann auch derzeit unklar, finde ich. Bin schon gespannt, wer dir da schreibt. Einfach das Bild, wo du 3 bist, das ist ganz wichtig. Ah, sehr gut. Stell dir mal vor, erstes Bild ist einfach das hier. Stell dir vor, wir treffen den Nokia-Typen aus dem Video auf. Okay, dann wäre aber wirklich die Matrix durchgespielt. Ah, okay, okay. Ja, fühle ich. Ja, coole Wahl. Was denn? Dieses Sticker-Bild, ist das so? Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Was? Jetzt bin ich auf Tinder Premium geklickt, ne? Fuckboy professionell. Fuckboy professionell. Na gut, dann machen wir es. Aber warum denn gleich 27 Euro für einen Monat? Okay, ich kauf's jetzt einfach. Okay, ich mach's auch gleich. Okay. Oh, ist es Zeit für? Ja, ich habe nichts mehr drin, aber... Ich kannst du auch Dinge quasi das Wasser nicht, da rein identifizierst quasi? Ja, klar. Ah, okay. Da ist ein bisschen Staub in den Tassen. Nee, das ignorieren wir. Das sind trotzdem super Tassen, die können einfach nur das Staub. Ich glaube, sich Tinder Gold TM aktiviert. Es gibt Tinder Platin, Tinder Gold, Tinder Plus. Ja, Tinder nee. Verpasst keine Liebe. Scheiße, ich habe mir jetzt das teuerste geholt. Nee, oder? Doch, safe, was ist das? Nee, Platin. Klingt teurer. Du hast jetzt Gold, ja? Ja. Ein Monat kostet ja 27. 1649. Tinder Gold. Du hast ja Platin geholt. Übrigens, Tinder, wenn ihr das seht, gerne mal sponsoren. Tolle App. Ja. Also, ich würde die Dating-Kultur der Moderne auf jeden Fall supporten. Aber warum ist es denn nicht günstiger? Das ist wirklich geisteskrank. Keine Ahnung, du hast ein neueres iPhone und sonst ist der Unterschied, gibt's keinen. Außer, ja, dass du eine Frau bist. So. Die bist aber da, eigentlich ja. Nicht der Mann. Ich bin ja du. Alter. Hä? Frau müssen mehr zahlen, oder was? Warte, aber dann... Also, Tinder, schreibt mal bitte in die Kommentare. Sie hat ein männliches Profil. Und wenn sie als Mann wirklich mehr zahlt, so, dann identifiziere ich mich ja safe allein da schon als Frau. Und sag dann halt in der Beschreibung, hey Jungs, musst du halt das Geld sparen. So. Ich mach mal ganz kurz. Du bist die Frau, du zahlst mehr. Ach so, ich bin... Also, der Mann ist kommt günstiger weg. Ja, weil Tinder sozusagen will, dass mehr Männer... Nee, die wollen ja, dass mehr Frauen auf der App sind, safe. Tinder, ihr habt da ein ganz also, falsch gemacht. Irgendwie habt ihr was verwechselt, sag ich mal. Geht da nochmal, guck da nochmal rüber, ja? Okay, dann hol ich mir jetzt Tinder Gold. Safe. Und spar mal die 5 Euro. So, geil. Okay, ganz kurz. Ja. Der Typ heißt Johannes. Johannes. Er hat ein Foto, wie er sein T-Shirt hochgezogen hat, dann komplett oberkörperfrei. Und dann hält er mit seiner linken Hand seinen Johannes auf dem Bild. Okay. Der ist es, oder? Ja, aber ist ja wirklich ein bisschen creepy so. Das ist der erste Typ, den ich halt bei dieser App jetzt... Nee, aber der Rest sieht sympathisch aus, muss ich sagen. Also, das Gute ist, wir haben Tinder Gold. Das heißt, wir können sehen, wer uns geliked hat. Das ja, du hast schon 10. Ja. Wie viel habe ich? 10. Das 3. Immer noch? Ja, okay, ich will es noch nicht sehen. Doch, ich will es eigentlich sehen. Also, ich muss ehrlich sagen, also für meinen Geschmack, aus deiner Sicht ist noch nichts Wildes dabei. Ja, aber du weißt, am Ende ist es so ein Videoprojekt, so, also ein Porno. Spaß. wir haben Fenris, der ist auch oberkörperfrei. Alleine der Name kriegt schon sein. Fenris oder Ritz. Fenritz. Er hat eine Maske aber im Gesicht, während er trotzdem oberkörperfrei. Ja. Wollen wir aber die Regel machen, jeder, der uns liked, liken wir zurück, einfach damit wir so mit denen dann okay, in Kontakt ja, sind. Ja, dann mach ich das schon mal. Ich kann mich jetzt boostern lassen. Das steht bei mir auch. Willst du boostern lassen? Nee, das haben wir schon. Ja, safe, safe. Viermal. Die ist echt nicht, also die ist echt nichts. Ich zeig dir das jetzt kurz, aber... Ah. Aber ich muss sie jetzt trotzdem liken, das weißt du, ne? Ja, das passt dann. Ja, ja, also like schon.
Okay, krass. Warte, ich like jetzt auch alle. Zack. Wir haben jetzt Matches. Das bedeutet, was passiert jetzt mit Matches? Dann kann man schreiben, oder? Ja, ich habe auch ein Match. Also Murat ist 1700 Kilometer entfernt, das ist perfekt. Dann können wir da schon mal... Sag mal, was ist das für eine Einstellung hier? Was ist das für eine Arbeitsmoral? Deine Traumfrau sitzt hier. Mann. Wollen wir einfach so eine Regel machen? Jeden Tag schreiben wir 3 Leuten zurück? Oh, ist schon... Also das ist eigentlich wenig. Das ist wenig, oder? Aber ich find's krass, einfach jeden Tag allein schon auf der App zu sein. So, ich benutze ja gar kein Handy eigentlich, nur für die Arbeit. Lass mal 4 am Tag machen, weil 4 ist meine Lieblingszahl. Okay, ich hätte jetzt gesagt 5, weil 4 ist eine scheiß Zahl. Okay. Nee, also das ist halt so eine Mittelzahl, das ist halt nichts. Okay, wir machen 4. Wollen wir den schon schreiben? Ja, machen wir jetzt. Wir nehmen uns für den heutigen... Oder wollen wir jetzt einfach... Ich nehme die 10, du nimmst die 3, die du jetzt bekommst. Okay. Und dann ab morgen machen wir 4 pro Tag. Ja. Warte, wie ist es? Schreibt die Frau den Mann zuerst an? Ist das so ein Ding? Ja, oder? Kann man ruhig machen. Das ist eigentlich egal. Ja, okay. Wow, wir haben hier Casey und I like Techno, Queerness, looking... Queerness. Ich wusste nicht, dass man das auch mit einem Niss, aber einen Penis hat sie vermutlich nicht. Oder vielleicht schon. Dann möchte ich sie nicht. Wow, der hat eine krasse Jawline. Und der hat Stacheln als Halsband. Also das wird ein Like, halt, das ist dir schon klar. Ah, Top 9 Picks. Ich habe jetzt irgendwie so die Top 10. Krass. Wirklich, Leute, wenn ihr Tinder habt und so, löscht die Kacke. Wirklich, es ist wirklich ein... Aber wir würden trotzdem gerne Geld kriegen von Tinder. Ja, so ey. Empfehlen, dass ihr die App löscht. Genau, Tinder ist einfach eine gute Option auch für Leute, die halt Schwierigkeiten haben, jemanden kennenzulernen. Ich habe eine Nachricht bekommen. Und sie sah auf den ersten Blick sehr interessant aus, sehr geil. Die erste Nachricht. How do you combine... Warum schreibt er mir auf Englisch so? Ich meine... Okay, die ersten zwei Sätze... Nee, der erste Satz war auf Deutsch. Komm schon, wir sind in Deutschland. How do you combine being an actress with being a heterosexual man? Ich glaube, ich habe irgendwas... Ich glaube, du hast bei meiner Anzeige irgendwas falsch gemacht. Also auf Deutsch, wie kannst du eine... Wie, also Actress ist ja neutral. Also wie kannst du Schauspieler sein, während du ein heterosexueller Mann bist? Wir gehen nochmal in die Überprüfung mit dem Ding, was ich da eingestellt habe. Habe ich am Anfang irgendwas? Vielleicht hast du aus Versehen was falsch angeklickt. Oder? Aber irgendwie kann man das auch nicht mehr bearbeiten. So. Ich glaube, man kann ja anklicken, was man selber ist. Ja, und ich vielleicht... Geschlecht, Mann. Ja, okay, ich habe... Oh, wow. Also, ich bin Mann, habe ich da halt drin. Aber ich habe nur Männer bekommen. Deswegen auch den schwulen Mann. Ah. Okay, ich habe jetzt wahrscheinlich nur schwule Männer gerade bekommen, ja? Und die haben dich geliked. Das ist jetzt kein Kompliment an der Stelle. Okay, du bist jetzt wieder eine Frau. Wow. Wow, danke. Okay, wir bedanken uns erstmal bei dem Bro. Das war, wie heißt der? Er heißt einfach T-Punkt. Viel. Oh, 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 du hast deine erste Nachricht. Geil, okay, lies vor. Jetzt hört ihre Nachricht an. Hey. Wirklich, Frauen sind komisch. So. Was frage ich jetzt? Du weißt ja Barbara alles, ne? Safe. Oh. Ich setze mir mal meine Brille auf. Nicht, dass die Leute denken, wir machen es immer lustig. Nein, nicht es so. Ist einfach nur lustig. Krass, meine Interessenpolitik, der wird angeschrieben. Micha29, der ist es. Ja, der ist breit auch. Guter Mann. Micha melden, perfekt. Hä, wie kann ich ihn denn schreiben? Bin ich blöd? Ich habe gerade 28 Euro für die Kacke ausgegeben. Für diese super tolle App. Ist ja echt Wahnsinn heutzutage, Punkt, Punkt, Punkt. Hast du geschrieben? Mach ich jetzt. Ist ja echt Wahnsinn heutzutage. Also ich werde die anderen Girls auch anschreiben jetzt, weil die eine hat ja geschrieben und die anderen 2 schreibe ich jetzt an. Okay, ja top. Der Typ hat geantwortet. Ja, das ist doch passend. Hallo. Ich habe gerade dein Tinder-Profil gesehen. Wie bitte? Okay, ja, ich dachte schon, ihr seid da. Das wäre natürlich blöd jetzt, ne? Mitten im Dreh. nee, mich abholen am besten. Ah, okay, ja, dann passt doch, oder? Okay. Was ist die Kontrolle? Das ist ja geil. Ciao. Zurück die kleine Unterbrechung. Was würdest du jetzt zum Beispiel den Leuten schreiben, wenn du die jetzt anschreibst? Gehst du direkt auf? Ich habe das wirklich, seitdem ich 19, 20 bin ich mehr gemacht. Also doch schon, aber das war dann... Auf die so politische Schiene direkt oder... Ich glaube für das... Nach den Hobbys oder so? Ich glaube tatsächlich... Wir sollten die Nachrichten so gestalten, dass man einmal lustige Reaktionen bekommt, weil wir politisch kontrovers schreiben. Mhm. Und der Punkt danach ist direkt das Date. Okay. Liam hat dich gefragt, was ist die kontroverseste Meinung, die du hast? Guter Mann, der hat einfach direkt das Thema aufgegriffen. Ja, also Ehrenmann an den Liam, der hat sogar
einen blauen Haken, ist 27, bisexuell, aus Berlin. Was bedeutet dieser blaue Haken? Dass er wirklich ein Premium-Motherfucker ist auf Tinder. Dass er pro Monat 80 Euro für den Monat ausgibt. Sag mal was. Deine kontroverseste Meinung, es gibt zwei Geschlechter, oder was? Also, das hat mir schon einen Typen genommen, vielleicht ziehe ich jetzt einen neuen. Ja, stimmt. Es gibt zwei Geschlechter und einfach so ein Doppelpunkt-Klammer-Lächeln. Ja. Ja. Oh, ich habe jemanden angeschrieben und sie dann so Englisch? Super Like verschicken, auf keinen Fall ist das. So, ich mache mir auch eine Regel fürs Liken und zwar einfach 20 Mal. Du likest alles, ne? 17, 18, ah, da war ich, da war ich! Nein! Da war ich! Nein. Ja! Hast du mich geliked? Ja! Mich? Ja! Ja! Hey, wollen wir einfach das Date machen so und dann machen wir gar keinen Stress. Wirklich. Video abgedreht, so. Oh mein Gott, wie witzig, als ob du da gerade warst. Du hast mich geliked, ja? Ja, ja, ja. Das siehst du doch jetzt gleich, oder? Geil, okay, ich hab die 20 voll. Ich hab 180 Likes? Tja. Alter, super. Ich hab jetzt schon Stress gerade. Kacke. Ja, wir haben es geschafft! Wir sind drin! Boah, krasses erstes Bild. Wohnt in Berlin. Ein Kilometer. Das hat er selber ausgewählt dann, weil du hast... Ja, wahrscheinlich dieses, genau. Ja, 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 dieses, was so am beliebtesten... Nein, die nächste Frage von dem Typen, der geschrieben hat, dass er sich auch manchmal als Mann identifiziert, so auf witzig. Give me your most... Warum schreibt er jetzt so wieder Englisch? Er hat gerade Deutsch. Okay. Give me your most controversial take. There are only two genders. So, was soll ich sagen? Es bleibt dabei. Scheiße. It's a match. Geil! Das ist wirklich so feierlich. Aber es ist auch low-key eine Absicherung, dass es hier ein YouTube-Video ist, weißt du? So dann, also es, ja, der Beweis ist ja gerade, dass wir das hier... Wow. Ja, okay. Aber trotzdem, es ist nur so ein Insider halt. So geil. Okay, nice. Nice. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel ich geliked habe. Ich wollte 20, jetzt sind wir... Mach einfach nochmal 10, dann passt das. Ja. Nochmal, was habe ich gesagt? 20. Nochmal 20. Genau, nochmal 10 oder so. Es wäre so wack, wenn ich jetzt Kumpels von mir auf der App sehe, so. Aber ich glaube, ich habe keine Kumpels, die sowas benutzen. Ja doch, okay, ich habe einen. Die Lisa hier bei mir ist, finde ich, sehr interessant. Da steht nämlich einfach nur Lisa 19, über mich, Italienflagge. Das ist genau mein Typ. Also Italienerin habe ich jetzt irgendwie schon öfter gemerkt, so okay, das ist es. Okay, ja gut, dann machen wir das. Schreib mal einfach auch so eine Italienflagge hin. So einfach so, ja, Italien. Ich schreibe, hi, kennst du Luca? Und dann denkt sich mein Typ, aber dabei meine ich die Stadt. Und jetzt habt ihr gesehen, warum Frauen nicht witzig sind. Aber Luca wird, nein, Luca wird mit Doppel-C geschrieben. Ja. Die Stadt. Und gibt es auch jungen Namen, die mit Doppel-C geschrieben werden? In Italien bestimmt. Meinst du so eine Deutsche, die einfach so einmal in Italien war für 3 Tage jetzt so? Ja. I'm kind of Italian myself. Oh, sie hat die Instagram angegeben. Da gucken wir mal ganz fix nach. So, warum fasst du denn Johannes? Etwas sexistisch, wie ich finde. Sexistisch. Der sieht echt sympathisch aus. Hat ihre Blutgruppe angegeben. Warum? Irgend so ein Fetisch vielleicht? Ich mag's voll, wenn du mir Blut spenden würdest, Girl. Oh, dieses Schreiben f*** mich ab. Warte, das schreibe ich. Dieses Schreiben nervt mich. Ich hab der Carolina geschrieben, hey, was studierst du? Genderwissenschaft? Aber ist es nicht eigentlich lustiger, wenn wir das Date auf so versteckte Kamera machen? Ich meine, wir können die doch auch verpixeln, oder? Ja, wäre auf jeden Fall next level. Das wäre halt viel lustiger. Stimmt schon. Das müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das am schlausten machen. Ich habe geschrieben, what are your political interests? Left side. Wer? Wo? Deine neue Frau. Sie? Ja, ah, krass. Ja, passt doch perfekt. Ja, wir wollen ja welche, die eine andere Meinung haben, sonst ist es ja langweilig. Oh, perfekt. Ja, das ist die letzte Nachricht, die du jetzt beantworten kannst und dann ist Feierabend. Schicht im Schach. Zeig mal ein paar Bilder. Nee, ich will es eigentlich gar nicht. Ah, doch, ich will es kurz sehen. Dings, was heißt auf Englisch, Gegensätze ziehen sich an? In Germany we say, Gegensätze ziehen sich an. Sie kannst ja dann googeln. Cool! In Israel. sie ist voll im Israel-Film. So, in Israel ist das anders. Nein, in Israel ist horrible. Carolina. Ah, das sind mal die besten Bilder. Ja, sehr gut. Wirklich schön, sympathisch. So. Wirklich perfekt. Man sieht nicht ein Gesichtsmerkmal so. Then let's go on a date together. Ja, ab hier kannst du es dann weitermachen, wie du willst. Geil. Einfach ein Ja geschrieben. Siehst du, das ist immer so. So, man ist in Kontakt, dann kommt so ein Ja. Deswegen nie schreiben. Falschen Seite. Und einfach direkt
ins Date gehen. Woo! Call it a day, oder? Yes, let's... Moment. Wieder ins Deutsche reingehen. Ich würde sagen, das war die erste Folge, oder? Gibt es noch was zu sagen zum Abschluss? Papa, es war eine klasse Idee. Es ist wirklich eine Wahnsinnsidee. Ich wollte es dazu nicht zu sagen. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Wir schreiben einfach ein bisschen hin und her, hoffen, dass wir ein Date kriegen und dann eigentlich schon lustiger, wenn es wirklich so... Verstärkt ist, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wenn wir denn jemanden finden, der tatsächlich mit uns auf ein Date geht. Ich meine, ist nicht unwahrscheinlich. Dann... Wollt ihr das als verstecktes Kameraformat sehen? Macht es alles ein bisschen komplizierter, ein bisschen weirder, sage ich mal? Oder wollen wir wirklich so sagen, okay, hey, wir machen ein kleines YouTube-Format, wärst du dabei, dass man den Tag verbringt, auch ein paar so Date-Geschichten macht, vielleicht auf einen Rummel geht, einen Kaffee trinken geht, aber wieder so ein bisschen vloggen und so ein bisschen über Gesellschaft reden, über die moderne Zeit, über unser Leben. Macht die Wahrscheinlichkeit natürlich ein bisschen geringer, dass jemand ja sagt, weil wer will unbedingt jetzt bei einem YouTube-Video dabei sein, da braucht man schon coole Leute. Schreibt es einfach in die Kommentare. Du bist für versteckte Kamera, wa? Du? Ich will einfach nur, dass es funktioniert. So. Also, weil das kann halt voll sein, guck mal, der Kameramann hat dann auf einmal Stress beim versteckten Kamerafilm und dann funktioniert irgendwas mit dem Ton nicht. Ja, Freunde, kleiner Trailer. Trailer ist die Mischung aus Trailer und Spoiler. Wir haben tatsächlich die erste Date-Folge abgedreht, hätten wir nur nicht die SD-Karte verloren. Aber ein paar Videos habe ich noch auf meinem Handy gefunden und die möchte ich euch nicht enthalten. Also viel Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit meinem Leos ersten Date. Es wird wild. Hallo. Hallo. Wir haben den Spaß unseres Lebens. Digga, ich guck so lost in die Kamera. Guck mal, hier sehen wir sie und hier auch ein Bildschirm auf. Also wir haben hier jetzt einen ganz kleinen Shot bekommen, also eher so ein Riesenglas. Aufs Haus, würde ich mal sagen. Weil der Typ dachte, dass wir einen Podcast drehen, deswegen ist das aufs Haus, weil wir... Ja, aber keine Ahnung, weil wir cool sind und wenn wir eine dritte Runde anzubieten haben, dann genau, müssen wir uns bei ihm melden. Ich will eigentlich nicht. Ich auch nicht, das ist voll eklig. Aber okay. Rein damit. Tschüss, Stüsschen. Hast du alles weggemacht? Ach so, groß war das jetzt gar nicht. Ah ja, ich muss es nur groß aus.